Hi Leute, Gerald hier. Wenn du Chef deiner eigenen Firma bist, kommst du früher oder später an den Punkt, nicht mehr alles selber machen zu wollen oder zu können. Also suchst du dir Menschen, die du einstellen kannst. Doch welche Fehler bei diesen ersten Mitarbeitern fast alle Gründer machen und vor allem, wie du sie vermeidest, lernst du in diesem Video. Also, lasst uns anfangen. Stell dir vor, du hast einen neuen Angestellten und nennen wir ihn mal exemplarisch Klaus. Klaus erledigt alle seine Arbeiten herausragend gut. Zudem ist er immer pünktlich, seine Aufgaben werden strukturiert abgearbeitet und bei Problemen wird dann auch nachgefragt. Aber wenn es mal darum geht, einen richtig wichtigen Milestone zu erreichen und du dir mehr Proaktivität und Eigeninitiative wünschen würdest, dann suchst du diese bei Klaus vergeblich. Und hier kommen wir zur ersten Lektion. Nicht für alle deine Mitarbeitenden ist dein Unternehmen Priorität Nummer 1. Viele verspüren auch nicht den Wunsch, selbst Unternehmer sein zu wollen, denn sie sind oft Angestellte aus den unterschiedlichsten guten Gründen. Dazu gleich mehr. Denn auch wenn wir uns als Chef oft Mitarbeitende wünschen, die mit genauso viel Begeisterung und Elan an die Sache gehen wie wir selbst, die Realität ist oft eine ganz andere und das ist auch nicht schlimm. Daran ändern aber auch keine Bonusprogramme oder Unternehmensbeteiligungen oder irgendwelche sonstigen Fortbildungsmaßnahmen oder irgendwie ein gut gefüllter Obstkorb. Klaus aus dem Eingangsbeispiel ist zum Beispiel gerade Vater geworden und möchte für seine Familie bestmöglich sorgen und dazu zählt unter anderem auch ein stabiles und gutes Einkommen. Außerdem möchte er aber jede freie Minute mit seiner Familie verbringen und nicht an seinem Feierabend noch über die Probleme vom Tag nachdenken. Ihm macht seine Arbeit mega Spaß, aber sie ist halt eben nur ein Teil seiner Persönlichkeit und nicht sein Lebensinhalt. Deshalb findet Klaus die Themen aus deinen Buchtipps zur Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung und was nicht sonst noch alles zwar super, aber zum Lesen fehlt ihm hier schlichtweg gerade die Zeit. Oder anders ausgedrückt, es ist ihm nicht wichtig genug, wie du aus diesem Video hier weißt. Ein ähnlicher beliebter Fehler ist es anzunehmen, dass jeder, der gute Arbeit leistet, auch in der Karriereleiter aufsteigen möchte. Und in der Karriereleiter aufzusteigen, bedeutet oft, Personalverantwortung zu übernehmen. Ich kenne zum Beispiel einige extrem gute Entwickler und die liebten ihre Arbeit an der Codefront. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen ekliger, als ich meine. Die waren auf jeden Fall richtig gut in ihrer Arbeit, denn das war das, was ihnen Spaß gemacht hat. Und sie sind auch gerne zur Arbeit gegangen. Doch nachdem sie dann befördert wurden und plötzlich ein Team unter sich hatten, haben sie angefangen, ihren Job zu hassen. Denn mit dem Selbstprogrammieren war es dann erstmal vorbei und Managementaufgaben fraßen dann einen Großteil der Zeit, die ihnen so gar keinen Spaß machten. Auch machte ihnen die zusätzliche Verantwortung und steigender Druck zu schaffen, sodass immer öfter wichtige Aufgaben dann auch irgendwie liegen blieben. Deshalb merke dir, es ist nahezu immer falsch, von sich selbst auf andere zu schließen. Nur weil du Lust hast auf manche dieser Aufgaben oder du erst unter enormem Druck zu Höchstleistungen aufläufst, heißt dies noch lange nicht, dass dies auch bei deinen Mitarbeitenden der Fall ist. Was deine Mitarbeitenden sich wünschen und was sie brauchen, das erfährst du nur, wenn du den Menschen in deinem Unternehmen aufrichtig zuhörst. Und dies nicht nur einmal bei der Einstellung, sondern fortlaufend. Denn das Leben läuft immer zyklisch ab. Nur weil jemand just in diesem Moment keine Lust hat auf diese Aufgaben, weil er vielleicht im aktuellen Lebenszeitpunkt damit ein Problem hat, kann sich dies durchaus ändern, wenn sich die Lebensumstände ändern. Der Klaus zum Beispiel aus dem Eingangsbeispiel kann auch plötzlich wieder seine Prioritäten ändern, wenn seine Tochter aus dem Gröbsten raus ist. Sorge deshalb dafür, dass gerade die Leute, die durchgängig gute Arbeit leisten und euren Laden an der Basis am Laufen halten, auch den nötigen Respekt und die nötige Anerkennung bekommen und nicht nur diejenigen, die hoch hinaus wollen und dies dann auch mit jedem ihrer Taten auch zeigen. Denn beide sind notwendig für ein funktionierendes Unternehmen. Du willst mehr über erfolgreiches Leadership lernen? Dann schau dir auf jeden Fall dieses Video hier als nächstes an. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, nicht das Liken, Kommentieren und Subscribieren vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.